In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Berechtigungen für Prozesse verwalten können. Sofern Sie den Prozess ausgewählt haben, finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten zu den Berechtigungen oben rechts. Mit Klick auf Berechtigungen wird Ihnen angezeigt, wie die Berechtigungen derzeit ausgestaltet sind. Wir unterscheiden in Bearbeitungs- und Nutzungsberechtigungen. Eine Bearbeitungsberechtigung kann für ausgewählte Personen und Gruppen eingestellt werden. Möchte ich zum Beispiel, dass nur die Rolle Einkauf oder die Gruppe mit der Bezeichnung Einkauf die Bearbeitung durchführen kann, kann ich dies hier einstellen. Die Rolle Einkauf bzw. alle Mitarbeiter, die in dieser Gruppe sich befinden, können nun diesen Prozess bearbeiten. Die Nutzungsgruppe kann darunter ausgewählt werden. Ich kann die Nutzung ebenfalls auf einzelne Personen oder Gruppen einschränken. Es kann auch ein Prozessstart ohne Anmeldung erlaubt werden, wenn dies gewünscht wird. Sie finden die Informationen hierzu ohne Authentifizierung in der AP-Dokumentation. Damit Sie bestimmte Personen oder Gruppen anlegen können, müssen Sie vorab über die Konfigurationen in Ihrem Cloud-Mandanten eine Gruppe einstellen. Dies können Sie in dem Video Konfiguration vor Start der Nutzung einsehen.